So, hallo und da bin ich auch wieder im nächsten Video. Das nehme ich jetzt genau nach dem Blattschneider-Update auf und diesmal geht es um meine eigentlich Lieblingskolonie nach dem Blattschneidern, die Ektatoma Otter Civentrae. Ja, ihr seid bestimmt gespannt, was aus der Kolonie geworden ist, da eine sehr schwer zu haltende Ameise gibt ist. Ich kann schon mal so viel sagen, sie lebt noch. Und sie hat sich auch gut entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade nicht geguckt, wie lange das letzte Update her war, das allererste Video. Aber ich kann mich noch erinnern, da hatte die Königin noch keine Arbeiterinnen. Dadurch, dass ich sie relativ ruhig gehalten habe und kaum gestört habe, gucken wir jetzt mal rein. Und ihr könnt schon sehen, es sind schon. Ich habe es mal auf ein weißes Handtuch gelegt, damit ihr es besser sehen könnt. Zwei Arbeiter sind schon vorhanden. Zwei Arbeiterinnen. Die Königin sitzt da an der Watte. Dass sie so schwarz ist, das ist kein Problem. Das ist einfach der Dreck, der reingeschleppt wurde. Wie ihr hier vorne auch schon seht aus dem Terrarium. Das ist kein Problem. Brut auch genügend darunter. Die Eier könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Die ganz kleinen braunen. Das sind auch so ungefähr 5 Stück, die dazwischen liegen. Und dann Larven, zähle ich gerade mal, sind 2, 4, 5 Larven. Auch schon wieder. Das ist schon mal sehr erfreulich. Der Königin, wie gesagt, geht's auch gut. Die Arbeiterin hier vorne, die ist auch vor, ich sag mal, einer Woche fast erst geschlüpft, deswegen ist auch noch so hell. Die hier vorne, die schon genauso dunkel wie die Königin ist, die ist schon länger dabei, also die ist schon älter. Wie gesagt, der Königin geht's auf jeden Fall prächtig. Kriegt Futter täglich. Und ich hab sie, störe sie eigentlich gerade ein bisschen, weil die haben eigentlich Becken, wo sie drin sind. Also ich halte sie nicht mit dem Reagenzglas, dafür ist diese Art einfach zu groß. Ihr seht schon, die Arbeiterinnen, die sind sogar noch ein bisschen größer als die Camponotus-Arbeiterinnen. Und deswegen Reagenzglashaltung würde ich hiervon abraten. Auch bei erst zwei Arbeiterinnen ist einfach zu groß die Art, um so ein Reagenzglas jetzt so zu halten. Ihr könnt es natürlich machen, ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber ich mache es jedenfalls nicht, mir ist es dazu riskant. Und ja, wie gesagt, das ist die Kolonie bis jetzt. Weitere Updates werden folgen, wann weiß ich natürlich noch nicht, je nachdem, was die Kolonie jetzt für Fortschritte macht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.